herzlich willkommen zu diesem kleinen Stellplatzbericht. Wie ihr seht, gibt es hier in dem Ort ein Restaurant, Coiffeur und alles, was man so braucht. Und es gibt vor allen Dingen einen Hahn, habt ihr den gehört? Der kräht dauernd im Hintergrund. Ja, und einen Stellplatz, einen kostenlosen Stellplatz mit allem Komfort. Ja, ich mache hier mal so einen kleinen Rundschwenk. Also ihr müsst hier auf jeden Fall ja, zu 80% Keile haben. Ansonsten sind die Flächen mit Rasen belegt. Und die mittlere Spur ist halt so leichter Schotter. Ja, und dann haben wir hier am Eingang direkt die Fähr- und Entsorgung. Sehr vorbildlich, die Rinne quer. So könnt ihr die auch wirklich treffen und euer Abwasser direkt in die Rinne einspeisen. Und dann haben wir hier unser Frischwasser und die Toilettenentsorgung. Man kann hier auch sich an Strom andocken. Die Säulen kennt ihr ja, das ist aber allerdings hier eine neue. Das heißt, sie wird auch funktionieren, schätze ich mal. Ja. Und es gibt aber da auch noch mal eine Stromsäule. Ne? Also da braucht ihr nicht ganz so lange Kabel. Na, da vorne sind auch noch mal eine Stromsäule mit 4 Anschlüssen, zeige ich euch gleich. Extrem selten gibt es hier auch so ein kleines Häuschen. Und das Häuschen ist Toilette und Duschbereich. Also die Dusche zeige ich euch mal. Ja, für alle, die keine Dusche haben, ja, ist halt französischer Flair, sage ich mal. Aber immerhin, man kann hier duschen und auf Toilette gehen und sich auch die Zähnchen putzen. Ja, dann kann man hier auch draußen spülen. Genau, das sind die Spülbecken. Ja, ist jetzt auch kein deutscher Standard, aber es ginge. Und dann haben wir hier, können wir auch noch Wäsche waschen. Wie das ja auch in südlichen Ländern häufig üblich ist. Aber die Toilette, die ist halt zu, ist halt eine Toilette auf. Immerhin, für die, die mit dem Wohnmobil, also mit dem zum VW-Bus oder so unterwegs sind, ist eine Dusche ja nicht schlecht. Links vom Gebäude gibt es auch noch einen Mülleimer. Also dahinter ist die Mülltrennung hinter dieser Hecke. Und hier kann man aber auch seinen Müll entleeren. Ja, hier nochmal der Platz sozusagen von nahem oder der Untergrund besser gesagt. Und da die Stromsäule. Ja, so sieht sie auch aus. Ganz modern. Keine Geheimnisse, aber relativ teuer. Wie ihr seht, 2 Euro pro Stunde, das ist nicht billig. Ich sage ja immer wieder, Autarkie, viel Solar, viel Akku, spart eine Menge Geld. Ja, für alle, die jetzt gerne meckern würden, ich packe gleich noch richtig ein, aber ich wollte schnell den Bericht machen, ist so schön ruhig hier. Ne, keiner guckt zu, wenn ich drehe, ist manchmal nicht so ganz angenehm. Deshalb nehme ich immer die Gelegenheit wahr, wenn ich sozusagen alleine bin. Ja, so schaut es hier aus. Wunderbar, super gepflegt, also absolut fantastisch. Also das scheint hier so ein Freizeitbereich zu sein. Da vorne sind die Müllcontainer. Und dann haben wir hier, geht's zum Stellplatz. Hier Mülltrennung in großen Containern. Finde ich sehr vorbildlich. Auf jeden Fall eine Gegend, wo man sehr, sehr schön wohl Fahrrad fahren kann. Vor allen Dingen Mountainbike. Ja, hier nochmal ein verträumter Blick von Weitem. Ich finde das ja stark, diese alten Mauern hier. Irgendwie klasse, ne? Oder? Ja, also auf jeden Fall, so sieht der Platz aus. Ich finde den super. Ja, ich bin jetzt mal ruhig. Jede Menge Vogelgezwitscher. Ja, man hört da hinten die Straße so ein ganz klein bisschen. Aber ich denke mal, des Nachts ist hier kein Problem. Man kann hier super laufen mit dem Hund oder mit dem Fahrrad fahren. Also und ein sehr, sehr guter Transitplatz. Also das muss man auch mal sagen. Weit ab von LKWs, asphaltierten, unpersönlichen Plätzen. Hier kommt auch die Jugend nicht hin. Also meine Empfehlung hat es. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug. Ich wünsche euch super tolle Übernachtungsplätze
Ja, und sowieso alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Tschüss.